Und dafür reist Nadine quer durch Deutschland. Immer unterwegs mit den knallgrünen Bussen des Münchner Unternehmens. Ich habe ein bisschen Schiss vor der Toilette unten. Das Unternehmen selbst sieht sich in erster Linie als technologischer Reisedienstleister. Und wir konzentrieren uns darauf, was wir am besten können, nämlich die Nachfrage zu besorgen. Die Nachfrage steigt und bereitet der Konkurrenz ziemliche Kopfschmerzen. Da, wo sie unterwegs sind, da tut es der Bahn schon weh. Und zwischendurch ist auch unsere Reporterin da unterwegs, wo es weh tut. Schleudern für mehr Sicherheit. Die Constructed Flixbus. Welche Strategien machen das Unternehmen zum größten Player auf dem Busfernreisemarkt? Reisebusse mit neongrüner Lackierung. Es ist ein bekanntes Bild an deutschen Busbahnhöfen. 95% Marktanteil hat das Münchner Unternehmen. Galileo-Reporterin Nadine Haddad, so viel können wir schon jetzt verraten, wird sehr viel Zeit in genau solchen Bussen verbringen. Nadine fährt als erstes von München nach Himmelkron bei Bamberg. Warum? Dazu später mehr. Es ist Punkt 13 Uhr. 5 Stunden Fahrt sind es laut Plan. Mit Pünktlichkeit punkten, das ist eine der Strategien des Unternehmens. Ob es auch heute so ist? Laut Umweltbundesamt sind Busse und Bahnen auf der Langstrecke die umweltschonendsten Verkehrsmittel. Ich habe heute niemanden hinter mir, aber dieser Bus hat die Option, dass man die Sitze richtig weit nach hinten machen kann. Und ihr seht, die Dame vor mir ist in so einer Schlafposition. Das heißt, es geht ziemlich weit zu mir nach hinten. Ich bin ja zum Glück nicht so groß. Die schläft jetzt erstmal. Deswegen geht es noch mit meinen Beinen. Aber eigentlich ist es schon, ich setze mich normal hin, es ist schon eng. Also sitze den Leuten schon nah. Die Busse sind Standardmodelle mit normalen Sitzabständen. USB und Stromanschluss gibt es an jedem Platz. Getränke nur in den Pausen beim Fahrer. Eine Nottoilette ist mit an Bord. Im Bus versorgen sich einige Mitreisende mit eigenem Proviant. Und das macht sich bemerkbar. Also als wir reinkamen, war der okay, aber jetzt hast du halt echt auch manchmal ein bisschen Miefgeruch. Also ich finde, in der Deutschen Bahn riecht es eigentlich nicht so. Das kann natürlich von Fahrt zu Fahrt anders sein. Die Lüftung funktioniert jedenfalls. Das Zugticket hätte übrigens das Dreifache gekostet. Und auf der Schiene muss man immer mit Verspätungen rechnen. Mal sehen, ob der grüne Bus bei der Pünktlichkeit besser abschneidet. 18 Uhr. Wie geplant erreicht der Bus Himmelkron. Nadines eigentliches Ziel ist aber 80 Kilometer entfernt. In Coburg will sie einen Verkehrsexperten treffen. Nur bedient Flixbus diese Verbindung nicht. Warum? Das soll uns am nächsten Tag Professor Matthias Wilder erklären. Der ist Verkehrsgeograf und vergleicht seit Jahren die unterschiedlichen Transportmittel und hat sich intensiv mit Flixbus beschäftigt. Wir sind ja heute früh aus Bamberg nach Coburg hier mit dem Auto, mit dem Teambus hergefahren. Denn wir wollten eigentlich mit dem Bus, mit dem Flixbus hier ankommen, aber es war nicht möglich. Das passt vielleicht auch ganz gut zum Straßennetz. Wie gut ist denn Flixbus ausgebaut? Ja, also aus Sicht der Fahrgäste wäre es natürlich toll, wenn man auch aus kleinen Orten in die nächste Stadt, in die größere Stadt kommt und mit dem Fernbus fahren kann. Aber wie gesagt, Flixbus und dort, deswegen haben wir einen offenen Markt. Die gucken natürlich dort, wo sie Geld verdienen und wo sie nicht profitabel fahren können, gibt es keinen Anlass, dort dann eine Linie lang führen zu lassen. Das bedeutet, dass diese Konzentration auf die lukrativen Strecken einer der Hauptgründe für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens ist. Zum Vergleich, die Deutsche Bahn fährt nicht nur auf den Strecken, die sich rechnen. Die Züge fahren auch in ländliche Gebiete, denn ihre Kernaufgabe ist eine flächendeckende Grundversorgung. Auch Airlines bedienen Strecken, die nicht lukrativ sind, um Reisende von kleineren Flughäfen zu den großen Drehkreuzen Frankfurt oder München zu bringen. Das Busunternehmen konzentriert sich ganz auf die geldbringenden Strecken und verdient zusätzlich mit einer weiteren Methode. Flixbus stellt das ganz klug an. Indem sie Subunternehmen beschäftigt, können sie A, die Preise einmal bestimmen, sozusagen den Preisdruck auf die Subunternehmen geben und sind gleichzeitig flexibel. Sie haben keine eigenen Fahrzeuge, sie haben keine Betriebshöfe, keine Werkstätten, sie haben kein Kapital, was sozusagen gebunden ist an diese Werkzeuge.
Zur Preispolitik von Flixbus ein Beispiel für die Strecke München-Berlin. Rund 15% der Plätze sind für den jeweiligen Niedrigpreis von 14 Euro zu haben. Sobald die vergriffen sind, steigen die Preise und liegen bei 25 bis 32 Euro. Die teuersten Tickets kosten je nach Nachfrage 60 bis 91 Euro. Bei Auslandsreisen wird es häufig dreistellig, wobei grundsätzlich die vorderen Plätze wie im Theater teurer sind. Dieses dynamische Preissystem ist ein weiterer wesentlicher Grund für die hohen Unternehmensgewinne. 2011 gründen die Studenten André Schwemmlein, Jochen Engert und Daniel Kraus eine Softwareplattform für ein Busunternehmen. Für die Lizenz ist der Besitz eines Busses Vorschrift. Sie kaufen einen einzigen, der nie gefahren ist. Bis heute gehören die Fahrzeuge von Flixbus Subunternehmen. Die drei Gründer fordern seit 7 Jahren auf ausgewählten Linien auch die Deutsche Bahn heraus. Der Preis bleibt das Hauptargument für den Bus. Vor allem in den Jahren 2012 bis 2015, als viele Anbieter um Kunden werben, gibt es eine wahre Preisschlacht. Die drei Münchner haben sich letztlich durchgesetzt. Nadine fährt als nächstes nach Berlin. Dort sitzen die Software-Profis des Unternehmens. Und deren Software soll alles entscheidend für den Erfolg des Marktführers sein. Denn sie ist es, die für die Pünktlichkeit sorgt. Die Reisedauer gibt das Unternehmen immer mit Puffer an, denn der Verkehr kann unberechenbar sein. Irgendwo rollt immer ein Bus. Der Betrieb läuft ohne Pausen, 24/7. Mehr als 70 Millionen Gäste transportiert das Unternehmen in 5600 Städte in ganz Europa, der Türkei, Nordamerika, Indien und Südamerika. Fast überall ist Flixbus Marktführer und hat in den USA vor kurzem sogar die legendäre Greyhound-Buslinie übernommen. Aktueller Marktwert rund 3 Milliarden Dollar. Und dafür arbeiten im Berliner Technikteam insgesamt 300 Entwickler, unter anderem an der App für die Reisenden. Teamleiter Stefan Sarner und seine Kollegen programmieren außerdem auch Assistenzsysteme zur leichteren Kommunikation zwischen den Fahrern, wenn es auf der Strecke mal zu einer Panne kommt. Vom Kontrollzentrum aus verfolgen die Entwickler jede Fahrt und entdecken so jedes Problem. Gibt es auf einer Strecke viele Staus, neue Baustellen oder hat eine Stadt einen besser gelegenen Busbahnhof? Die Entwickler können mit ihrer Software sofort darauf reagieren. Wenn wir feststellen, dass auf einem Segment immer eine Verspätung anliegt um 10 Uhr morgens, dann versuchen wir vielleicht um 11 Uhr zu fahren und nicht um 10. Und die Daten sammelt ihr, dann zukünftig anders zu planen, damit ihr eigentlich keine Verspätung habt oder möglichst wenig? Genau. Oder halt den Fahrplan etwas besser zu puffern, dass man quasi keine Verspätung aufbaut, sondern etwas mehr Puffer im Fahrplan hat. Nadine erfährt, nach nur 3 Verspätungen ändern die IT-Experten die Strecke. Mehr als 5000 Mitarbeiter hat das Unternehmen. Und das, obwohl es selbst keine eigenen Fahrer und Mechaniker besitzt. Dafür sind die Subunternehmen zuständig. Flixbus stellt also nur die Plattform, vergleichbar mit dem Essensservice Lieferando im Bereich Gastronomie. Bei so vielen Verbindungen und dem Rund-um-die-Uhr-Betrieb stellt sich Nadine die Frage, wie steht es um das Thema Sicherheit? Besonders seit einem Vorfall im März steht das Unternehmen in der Kritik. Bei einem schweren Unfall auf der A9 nahe Leipzig sterben 4 Menschen. Fast 30 weitere sind schwer verletzt. Was genau die Unfallursache war, ist nach wie vor unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Tötung. Firmenchef André Schwemmlein, hier Archivbilder, verspricht, alle Partnerunternehmen nochmal ausdrücklich auf die Anschnallpflicht hinzuweisen. Mehr sei aber kaum möglich, sagen auch Experten. Bereits davor hat Flixbus alle 6 Monate Sicherheitstrainings durchgeführt. Vorgeschrieben sind sie alle 2 Jahre. Auch diese Übungen werden laut Unternehmen nochmal intensiviert. Unsere Reporterin will heute in Potsdam beim Training mitfahren. Setz dich mal hin. Warte, ich muss mich anschnallen. Kurz noch warten. Die Fahrer üben heute unter anderem Notbremsen und Ausweichen unter Extrembedingungen. Ein Bus wiegt immerhin 16 Tonnen. Läuft zum Beispiel ein Fußgänger bei Regen über die Straße, muss der Fahrer auch mit so einem großen Fahrzeug blitzschnell reagieren. Yes, right. Ja, das ging noch, muss ich sagen. Besonders durch die langen Strecken, oft die ganze Nacht hindurch, ist der Beruf des Busfahrers hart.
Das ist durchaus stressig. Ja. Also wir haben Fahrer, die irgendwie 2 Wochen lang durchfahren, fast. Ja. Also die müssen, klar, Sozialvorschriften, müssen ihre Pausen haben, auch Wochenruhezeiten und so, das haben die alles. Aber oft kommen sie aus Polen und arbeiten dann 2 Wochen durch, um dann 3 Tage frei zu haben. Trotzdem bietet das Unternehmen bessere Arbeitsbedingungen als vom Gesetz gefordert. Zum Beispiel kürzere Schichten. Hintergrund ist aber auch der Personalmangel. Gute Leute findet man heute eben nur zu guten Konditionen. Nach dem Training erkundigt sich Nadine bei Leiter Jörg Brackmann. Wie haben sich denn jetzt hier alle angestellt? Also ich würde sagen, ja, das war durchwachsen teilweise. Ja, einige haben es super gut hingekriegt, einige hatten halt auch gemerkt, dass sie Defizite haben. Ja, aber ich glaube, so beim 2., 3. Mal probieren haben es dann noch alle hingekriegt. Das war dann okay. Und die, die es noch nicht perfekt gemacht haben, die müssen nochmal die Schulbank drücken? Die können gerne nochmal wiederkommen und das nochmal machen, ja. Ernsthafte Sicherheitsrisiken fallen bei diesem Training in Potsdam zum Glück nicht auf. Die Kooperation mit den Subunternehmen ist eine der ganz entscheidenden Erfolgsstrategien. Die Partner erhalten 70% der Einnahmen, der Konzern behält 30%. Dafür übernimmt er die Werbung und die Buchungssoftware im Hintergrund. Experten kritisieren jedoch, dass die Subunternehmen häufig keine andere Wahl haben. Gegen das Monopol kommen sie nicht an. Aber lohnt sich das für die Partner überhaupt? Das ist schon auch attraktiv für Subunternehmen, für die Busunternehmen, gerade für den Mittelstand, dass sie sich hier nicht um Aufträge kümmern müssen, sondern einen festen Partner haben. Die zweite Seite, die Kehrseite ist, dass sie erstmal auch mit hohen Investitionen reingehen. Sie müssen einen gewissen Standard in den Bussen bieten. Sie müssen das Design haben von Flixbus. Also haben auch hier wieder die Kosten. Die Fahrer müssen die Reisenden betreuen und für die Sauberkeit im Bus sorgen. Überstunden werden nicht bezahlt. Ansonsten sind die Gehälter aber angepasst an die Tariflöhne der Fahrer im öffentlichen Nahverkehr. Nadine will ihre Recherche in der Firmenzentrale in München fortsetzen. Die Fahrt von Berlin dauert fast 8 Stunden, doppelt so lang wie mit dem Zug. Der Bus, in den Nadine in Berlin eingestiegen ist, hat er davor bereits halb Polen durchquert und fährt später noch nach Frankreich weiter. Auf internationalen Strecken sind immer 2 Fahrer an Bord. Kurzes Zwischenfazit. Schlafen hat noch nicht so gut geklappt, aber dösen. Was ich euch noch sagen wollte, ich habe ein bisschen Schiss vor der Toilette unten. Deswegen, obwohl ich eigentlich immer richtig viel Wasser trinke, probiere ich möglichst wenig Wasser zu trinken, damit ich nicht auf die Toilette gehen muss. Weil der Bus kommt sogar schon von irgendwo. Der fährt ja bis Lyon, also richtig weit. Und who knows, wie viele Menschen da schon auf Toilette gegangen sind. Dann muss Nadine eben auf eine der beiden 5-minütigen Pausen warten. Oder einfach schlafen. Nach knapp 8 Stunden erreicht der Bus München. 11:55 Uhr. Das heißt, 5 Minuten zu früh angekommen. Yay. Jetzt aber einfach nur ins Bett. Bis morgen, gute Nacht. Am nächsten Tag ist Nadine in der Firmenzentrale mit Geschäftsführer Daniel Pakenius verabredet. Er ist für den Bereich Busflotte verantwortlich. Seit 12 Jahren sind die grünen Busse in Deutschland unterwegs. Kritiker sagen, dass das Unternehmen den Preiskampf im Fernverkehr vor allem auf Kosten der Subunternehmer gewinnt. Es gibt Tickets für 4,99, 7,99, weiß nicht, 10,99, das ist nicht viel Geld. Wie könnt ihr trotzdem Geld machen und profitabel sein? Wir wissen auch, dass es manche Fahrten gibt, die nicht kostendeckend sind. Aber im Endeffekt liegt es dann auch, wenn wir einen konsistenten Fahrplan haben, dass wir sagen, nein, wir fahren es trotzdem durch. Wir wollen natürlich auch den Fahrgästen das Angebot liefern und nicht sagen, es tut mir leid, aber das können wir jetzt so nicht anbieten. Also das ist schon eine Mischkalkulation. Unterm Strich zählt für uns, dass es dann auf die lange Sicht profitabel ist. In mittlerweile 41 Ländern sorgt ein cleveres Preissystem für ordentlich Gewinn. Zufall sei das nicht, sagt jedenfalls der Geschäftsführer. Wir sind eine Travel Tech Company, das heißt zum einen ein Technologieunternehmen, was ganz klar das Thema Plattformtechnologie in den Vordergrund setzt. Es ist nicht so, dass wir zuerst den Fernbusbetrieb hatten und dann irgendwann die Digitalisierung dazu gekommen ist, sondern die beiden Aspekte immer Hand in Hand gingen. Und diese Plattformtechnologie nutzt der Busmarktführer inzwischen auch auf der Schiene. Der Konzern fordert die Deutsche Bahn mit eigenen Zugverbindungen heraus, aber eben nur auf ausgewählten Strecken.
Egal ob auf Asphalt oder Schiene, das Ziel ist immer der günstigste Preis. Für die Zukunft erwartet Verkehrsforscher Matthias Wilde von der Hochschule Coburg eine noch stärkere Kombination aus Bus und Zug. Auch hier stellt es Flixbus sehr clever an und hat sich die gerade profitable Linien rausgesucht. Zum Beispiel die Hamburg-Berlin, Hamburg-Köln, Frankfurt-Stuttgart. Das sind alles sehr nachfragestarke Linien, wo man auch gut Fahrgäste generieren kann. Es ist ein kleines Angebot, aber da, wo Sie unterwegs sind, da tut es der Bahn schon weh. Wir fassen zusammen. Durch die Kooperation mit den Subunternehmen kann der Buskonzern seine eigenen Betriebskosten sehr niedrig halten. Und das Streckennetz ist dank ausgeklügelter Software maximal effizient. Die ermöglicht auch das dynamische Preissystem, das kurzfristig auf die Ticketnachfrage reagieren kann. Das alles ermöglicht den konkurrenzlos günstigen Preis. Und in Zukunft fahren die grünen Busse wohl in noch mehr Ländern.